Männer nochmal? Eine Geisel. Wir brauchen sie, um mit dem Orden verhandeln zu können. Achte nur darauf, dass sie eine Gasmaske trägt. Wenn sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behaltet sie im Auge. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir hier fertig sind. Was machen Sie da? Bitte, Sie dürfen uns nicht töten! Wir haben den Befehl von der Führung der Roten Linie, die Epidemie zu stoppen. Und ihr seid alle infiziert! Ihr habt den Mann gehört. Wir... Kannst du denn gar nichts treffen? Nicht einmal aus dieser Entfernung! Unglaublich! Ach, was macht das schon? Der stirbt sowieso bald. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass er stirbt. Ah, wer ist da? Hey! Ich bin... erledigt. Also, hör zu. Die Roten wussten von der Infektion. Sie kamen am zweiten Tag. Es war noch niemand gestorben. Aber sie kamen mit Flammenwerfern. Woher hätten sie es wissen sollen? Geh. Erzähl es allen. Erzähl, dass es die Roten waren. Der Mistkerl! Hey, Leute, jemand hier? Ja. Achtung, wir haben Gesellschaft. Go! Oh.
Das wird wohl nur meine Fantasie gewesen sein. Der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Was haben wir denn hier? Hauptmann, ich habe ihn heute getroffen. Beim Sturm auf die Goldsilberja. Ich bin den Infizierten hinterher. Eine offene Wunde. Ja, es ist offensichtlich, wie das ausgeht. Ich glaube, Sie wissen, was wir da werden. Der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Los, mich einschläfern die... Gut gemacht, alle zusammen. Gattern. Die nächste Aufgabe ist der zweite Sektor der Station. Los! Ich habe Befehle befolgt. Alarm! Sie sind hier! Blöde Scheiße! Zwei! Einen von uns hat's erwischt! Halt ihn unter Beschuss! Kameraden!
Was zum Teufel? Wo zum Teufel versteckt er sich? Wie wäre es mit dieser Stelle? Die Operation schreitet wie geplant voran und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Gut. Das Experiment war erfolgreich. Wir müssen das General Corbus melden. Machen Sie das? Jawohl. Was ist mit der Tusi? Lesnitsky hat sie gebracht. Er sagt, sie sei eine Geisel für Verhandlungen mit dem Orden. Obwohl wir alle wissen, welche Art Verhandlung die führen. Wir erleiden Verluste! Vorsicht! Oh.
Eindringling! Artyom, stehen bleiben! Sonst schlitze ich hier die Kehle auf! Du bist also weg! Warum hast du das getan? Nein! Wir müssen zur Kanzlei! Da ist die Hanse! Und unsere Männer! Scheiße! Ersticken wäre eine echte Schande! Die Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaja, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden.